Ich begrüße euch in meiner Traumdeutung. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Träume haben wir alle. Oft hat es überhaupt keine Bedeutung, weil unser Gehirn verarbeitet die täglichen Eindrücke. Manchmal bekommen wir aber Botschaften durch Traumbilder. Unsere Seele meldet sich, kommt zur Sprache. Die Bilder entstehen von Energie von Neptun. Aber unser Mond hat auch eine Funktion dabei, weil überliefert uns diese Bilder. Und ich habe die nächste E-Mail, den nächsten Traum erhalten mit Nickname Schneewittchen. Ich bitte euch, wenn eure Träume schreibt, und das könnt ihr gerne tun, unten befindet sich meine E-Mail-Adresse, schreibt immer einen Nickname dazu, dass es alles anonym bleibt. Und ich lese diesen Traum vor. Wir waren abwechslungsweise mal bei mir, mal bei ihm. Hier handelt es sich um einen Kollege oder Freund. Also ich, damit ihr weißt, das habe ich von E-Mail erfahren, dass das jetzt nicht um Partnerschaft geht bei diesem Mann. Also ich fange neu an, damit ihr versteht. Fange ich neu an zum Lesen. Wir waren abwechslungsweise mal bei mir, mal bei ihm. Seine Tochter wollte eine Kette machen mit kleinen Perlen. Sie hatte die Perlen auf einem flachen Teller. Ich kümmerte mich um sie, denn diese Perlen fielen immer wieder runter, also suchte ich eine Schale für sie. Irgendwann habe ich ein kleines Kind umarmt und geküsst, weiß aber nicht, ob es seine Tochter war oder meine Kleine. Wir haben dann gesprochen, aber weiß ich nicht mehr was. Als ich mich bückte, die Perlen aufzulesen, stand seine Freundin neben mir und bedankte sich bei mir. Ich habe bei ihr etwas Gutes. Sie war in einem Trainingsanzug und hatte ein Gerät dabei. Ich weiß, dass ich dieses Gerät bestaunt habe. Sie ging dann duschen. Ich habe sie dann im Badetuch kurz gesehen und auch mal kurz Nacht. Sie hatte überhaupt kein Problem, sich so zu zeigen. Er ist dann ins Schlafzimmer einen Stuhl versorgen. Zuerst dachte ich, ist meins, und ich rief nur hinterher, sorry, aber ich habe noch nicht gebetet. Es war auch nicht mein Schlafzimmer. So, versuchen wir mal diese Bilder analysieren. Also erstmal seine Tochter mit Perlen, und seine Tochter kann mit diesen Perlen was anfangen, weil sie bastelt gerade eine Kette. Perlen sind etwas Wertvolles. Und dieses kleine Kind, also seine Tochter, zeigt Schneewittchen, also das ist die Nickname, die wo diese Dame, wo die Traum erzählt. Also dieses kleine Mädchen zeigt ihr, wie man von Perlen eine Kette macht. Und sie soll das schauen. Aber diese Perlen fallen immer unter, und auch wenn das eine Schale da ist, trotzdem die Perlen fallen nach unten. Und Schneewittchen bückt und sammelt die Perlen, hilft das Mädchen. Sie setzt sich für diese Mädchen ein. Und plötzlich schaut gar nicht nach den Perlen, sondern umarmt ein kleines Kind. Sie weiß gar nicht, wer das ist, aber sie küsst dieses kleine Kind. Was bedeutet das? Das Mädchen, die Perlen sind etwas Wertvolles. Und das Mädchen, wo die Kette macht, zeigt ihr, du bist eine Perle. Mach dir
etwas. Schau mal, ich zeige dir, von diesen Perlen kannst du sogar eine Kette basteln. Und sie sieht gar nicht, nur dass die Perlen immer runterfallen und sie spielt eine andere Rolle. Sie erkennt nicht, dass diese Mädchen zeigen will, du bist doch die Perle. Bastel dir eine Kette davon, mach dir von dir etwas, du bist wertvoll. Wenn du die Perlen zusammenfügst, dann hast du eine schöne Kette davon. Das wird dir gezeigt. Und was macht sie? Sie setzt sich da ein für dieses Mädchen. Also sie eigentlich dient sie, weil das Mädchen könnte die Perlen auch aufheben. Aber was macht sie? Sie dient sogar das Mädchen. Aber umarmt gleichzeitig ein anderes Kind und küsst dieses Kind. Und das ist ihr inneres Kind. Das bedeutet, sie hat das nicht wahrgenommen, was dieses Mädchen zeigen will. Und will sagen, du bist diese Perle. Mach dir diesen Kette, bastel dir etwas. Dann hast du was jemand, dann hast du deine schöne Kette. Aber bücke nicht vor anderen. Du bückst dich, du bückst dich vor anderen. Schau mal deine Perlen an. Du bist doch die Perle. Und das sagt dein inneres Kind auch. Du liebst es auch, dein Inneren. Aber du machst einen Fehler. Du bist mit deinen Werten nicht bewusst, dass du diese Perle bist. Sondern was machst du mit deinen Handlungen? Du bückst und dienst diesem Mädchen. Du setzt dich für andere ein. Du bekommst zwar Dankeschön, weil dann kommt die Mutter oder die Freundin von diesem Mann, wo du im Besuch bist und bedankt sich dafür. Du bekommst schon Dankbarkeit. Aber was machst du? Steht jemand vor dir mit einem Trainingsanzug, also nicht unbedingt königlich bekleidet, hat ein Gerät in Hand, also ihr Werkzeug, oder, und du bewunderst anderen. Also du erkennst nicht deinen eigenen Werten, dass du die Perle bist, sondern du bewunderst anderen. Und die zeigen sich sogar nackt, die haben noch kein Thema damit. Und der Stuhl, das ist dein Thron. Und du brauchst diesen Thron. Also, und du brauchst nicht anderen hinterher rufen. Und noch dafür entschuldigen, dass du noch nicht gebeten hast. Sondern das Bild, dieser Traum zeigt dir eindeutig. Du brauchst nicht andere bewundern. Du kannst natürlich das wahrnehmen, aber in erster Linie erkenne deine Perle, dein inneren Kind und bück nicht vor anderen und setz dich für andere ein, aber diene nicht anderen. Diese Perlen könnte das Mädchen auch aufheben, aber was hast du gemacht? Du hast gedient. Du hast für andere eingesetzt. Du hast für die Schale gesorgt. Du hast diese Frau im Trainingsanzug bewundert. Obwohl ihre Nacktheit sogar gezeigt hat und hat sich gereinigt auch. Also war auch nicht perfekt. War symbolisch gesehen. Es geht nicht um Duschen oder Badezimmer, sondern ein Symbolik. Und du bewunderst anderen, das Gerät im Hand bewunderst. Du erkennst vielleicht sogar mal für einen Augenblick auch ihre Nacktheit. Und das drückt mich auch, ihr Fehler auch. Und trotzdem, und die zeigen das auch. Und trotzdem hast du das Gefühl, vielleicht, weil wünschst du dich, dass du dass andere diese Dankbarkeit zeigen. Und die Gespräche, du weißt gar nicht, um das Gespräch handelte. Weil du nicht auf dem Wesentlichen konzentrierst. Du bist abgelenkt, andere zu bewundern. Sogar mit ihren Fehlern bewundern. In einem Trainingsanzug, obwohl du die Perle bist. Dann schaust, was andere machen mit diesem Stuhl. Statt dein Stuhl, dein Thron behalten
und dann entschuldigst dich noch. Und eigentlich, und dein inneren Kind liebst du eigentlich. Und die Botschaft ist nichts anderes, was dieses Mädchen dir zeigt. Bück nicht. Lenk dich nicht ab. Diene nicht anderen. Du kannst andere bewundern, aber bewundere dich selbst auch und erkenne, dass du die Perle bist. Und nimm deine Perle in Hand und mach dir eine schöne Kette und lenk dich nicht ab, weil du mit anderen im Gespräch führst oder anderen rufst oder dich entschuldigst, weil du dich noch nicht gebeten hast. Dazu brauchst nicht beten, selbst zu erkennen und dich selbst wahrnehmen. Du bist doch diese Perle, wird dir im Traum klar und deutlich gezeigt. Und das ist meine Erklärung für diesen Traum. Ich bedanke mich für das Zuschauen, eure Dendera.